Hallo du Freiheitsliebender, herzlich willkommen in diesem Video hier und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, warum ich 16 Stunden am Tag nichts esse. Bleib dran bis zum Ende des Videos. Ja, wenn dir diese Videos gefallen, wo ich einfach mal hier so am Strand ein bisschen locker quatsche, gib mir auf jeden Fall einen Daumen hoch dafür. Dann mache ich weiterhin solche Videos, weil ich das mal ganz interessant finde, einfach ein bisschen lockerer die Videos zu gestalten. Kannst mir einfach mal ein Feedback geben, vielleicht auch in die Kommentare schreiben, weil dann weiß ich Bescheid, wie du das siehst. Ja, genau, so ist es mittlerweile. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber die letzten Monate ist es bei mir so, dass ich Intermediate Fasting angefangen habe. Wie es dazu kam, möchte ich jetzt erstmal erklären. Was ist Intermediate Fasting? Also Intermediate Fasting ist eigentlich nichts anderes, als dass man bestimmte Stunden des Tages nichts isst, um seinen Organismus zu entlasten, um die Verdauung zu entlasten und einfach den Körper zu entlasten. Bei mir ist das so, dass ich abends nichts esse, bis zum nächsten Mittag nichts esse. Also dann die ganze Nacht kein Frühstück und dann auch mittags nichts. Das sind dann so um die 16 Stunden. So genau achte ich da jetzt nicht drauf, aber so ungefähr kommt das hin. Warum mache ich das? Da muss ich ein bisschen länger ausholen. Ich habe erstmal, früher habe ich sehr, sehr oft mit Migräne zu kämpfen gehabt und habe dann ein Migränetagebuch geführt. Das heißt, ich habe immer, wenn ich Migräne hatte, habe ich aufgeschrieben, woher kam das. Und dann hatte ich mehrere Auslöser. Ich hatte einmal zu wenig getrunken, zu wenig gegessen, Kaffee, Alkohol hatte ich aufgeschrieben, Stress. Und was sich dann bei mir herauskristallisiert hat, ist, dass es sehr, sehr häufig war, wenn ich lange nichts gegessen habe. Was interessant ist, weil das hätte ich nicht vermutet vorher. Ich dachte, dass es vielleicht mit dem Alkohol zusammenhängt. Ich habe auch damals noch viel Alkohol getrunken immer. Das war auch ein Punkt, aber es war viel häufiger, wenn ich lange nichts gegessen habe. So, dann habe ich mich erstmal darum gekümmert, dass ich immer was zu essen bekomme. Habe versucht, es damit ein bisschen zu umgehen. Das hat so lala geklappt. Also ich hatte immer was zu essen dabei. Dann habe ich irgendwann, da war ich in Lissabon, kam ich mal auf die Idee, ich könnte ja mal einfach mal auf Zucker verzichten. Habe auf Zucker verzichtet und ich hatte 3-4 Monate kein einziges Mal mehr Migräne. Also ich habe wirklich keinen normalen raffinierten Zucker gegessen, keine Süßigkeiten, keine Getränke mit Zucker und so weiter. Also habe auf alles verzichtet. Die erste Woche war echt hart, weil das auch, wie ich finde, eine der stärksten Süchte ist, die wir überhaupt haben in unserer Gesellschaft. Probiert das mal aus, ist echt der Wahnsinn. Und dann habe ich halt gemerkt, wow, ich habe keine Migräne mehr, wenn ich keinen Zucker esse. Das heißt, ich stelle mir das so vor, dass mein Blutzuckerspiegel halt immer so ziemlich hoch ging, wenn ich Zucker gegessen habe. Und dann ging der halt ziemlich stark runter. Und in den Momenten, wo ich dann so niedrigen Zuckerspiegel hatte, habe ich dann wahrscheinlich meine Migräne bekommen. Während ich jetzt nur noch Sachen esse, die nicht so einen hohen glykämischen Index habe im Schnitt, dass es eher so ein bisschen ausgeglichener ist und dass ich dadurch halt keine Kopfschmerzen mehr bekomme. So, das war das Erste. Weil vorher wäre das für mich überhaupt nicht möglich gewesen. Und dann habe ich halt gemerkt, das war noch so ein anderes Ding, wenn ich morgens manchmal nichts gegessen habe, dass ich auf einmal super konzentriert war. Also ich bin morgens aufgestanden, habe Sport gemacht, meditiert, habe dann nichts gegessen, hatte mein Handy aus, habe super viel geschafft von der Arbeit her. Und gerade so die letzten Stunden vor Mittag war ich auf einmal so super konzentriert. Und dann habe ich mir gedacht, wow, das müsste ich ja mal häufiger ausprobieren. Und habe dann von Intermediate Fasting gelesen und dann habe ich gesagt, hey cool, das war sie, weil ich dachte immer so, oh, das ist voll ungesund, nicht zu frühstücken, habe ich immer schlecht gefühlt. Und auf einmal gibt es da draußen tatsächlich Leute, die sagen, nee, das ist voll cool, man kann dadurch sich besser konzentrieren, probiert das mal aus. Und dann habe ich gedacht, ey, wenn es da sogar Studien zu gibt, dass das auch gesund ist, dann ziehe ich das voll durch, dass ich sage, hey, ich lasse einfach morgens das Frühstück weg. Und für mich hat das eine ganze Menge Vorteile mit sich gebracht. Und ja, probiert das einfach mal aus, wenn das vielleicht auch für euch was ist. Ich weiß, das ist nicht für jeden was. Und bei mir zum Beispiel, bevor ich mit Zucker aufgehört habe, war es für mich gar nicht möglich. Aber vielleicht ist es bei euch anders. Checkt es einfach mal aus und gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch dieses Video gefallen hat. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Glaubt ihr, das ist ungesund, nichts zu frühstücken? Glaubt ihr, das ist gesund? Habt ihr das schon mal ausprobiert? Oder wie seht ihr das? Interessiert mich einfach. Und ja, denkt dran, du hast nur ein einziges Leben. Also mach das Beste draus. Ich zeige dir noch ein bisschen was von der Aussicht. Wir sehen uns. Bis dann.